Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3, immer noch auf dem Weg in die beiden DLCs. Allerdings glaube ich, dass wir heute in den ersten DLC gehen werden. Ich glaube, es ist soweit. Wir haben beim letzten Mal die zwei Brüder besiegt in Lothric. Haben wir zu denen schon alles gelesen? Heidewitzka, wir haben definitiv, das machen wir dann aber jetzt noch schnell. Wir haben definitiv die Seelen. Die Prinzen lehnten ihre Pflicht ab. Doch, ich glaube, das haben wir schon gelesen. Von daher müssen wir das heute nicht machen, sondern können jetzt einfach hier mal die Throne bekronen, sagen wir es mal so. Ach, was bin ich froh. Well, well. So, das war Nummer 1. Das sind die Abyss Watcher. Ach, schön. Eieiei, ist das hier Jorn? Oder hat er seinen Riesenthron da oben? Ich weiß es gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Sieht man es an der Krone? Bam, bam. Ja. Und die letzte packen wir hier oben hin. Oh, können wir noch mit dir reden? Wir können uns das jetzt hier nicht versauen. Tada! Stimmt, wir gehen heute noch nicht in die DLC. Wir wollten heute noch ein paar NPC-Quests machen. Wir haben die Kronen gesetzt, quatschen noch ganz schnell. Now invade and pillage all you like and come on. Der uns nichts Neues zu sagen hat. Wir schauen ganz schnell bei ihr vorbei. Oh, oh sweetly, is the little. You know, I would be with it. Oh, terrible. Klar, wir kaufen dir das alles mal schnell ab. Wir haben aber doch theoretisch von ihr die dunklen Wunder alle gekauft. Ja, aber stimmt, dann kann ich beim nächsten Mal so wirklich ganz klar in den DLC mit euch durchstarten. Wenn wir jetzt noch ein bisschen das Gequatsche abhandeln, was noch gequatscht werden kann. Wir können ganz schnell rausschauen. Aber ich glaube, da ist immer noch nichts gespawnt. Irgendwie habe ich diese Vermutung, dass ich... Was habe ich denn bei ihr falsch gemacht? Er sagt einem doch hier, ich habe sie in eure Obhut gegeben, aber nur, wenn ihr sie in Ruhe lasst. Ach. Ach, damn it, Janet. Ich habe mal wieder ein bisschen an den Videoeinstellungen rumgespielt. Ich hoffe, das klappt jetzt da mit dem leichten Delay, der an meiner Kamera war. Ich hoffe, den habe ich ausgemerzt. Im Test hat es zumindest funktioniert. Aber ich glaube, dafür ist so ein klitzekleines leichtes Ruckeln reingekommen da unten. Was ja aber scheißegal ist. Also mir zumindest. Das ist alles ein bisschen verwirrend, warum da jetzt noch nichts passiert ist. Na gut, wir haben also, um dieses ganze Ringsherum hier einfach mal wegzulassen. Und was interessiert uns das denn jetzt? Da gucke ich später irgendwann mal nach. Wir haben alle Kronen gesetzt. Die vier sind auf ihren Thronen. Ludlaff selbst müsste froh sein. Well met. All is as planned, is it not? Five lords for five thrones. To think others might ne'er be raised. And I, of the last lords, a rather little lord, most undeserving of the honor. Speak with the Firekeeper. Also hier nochmal der Hinweis, falls man nicht weiß, was man danach machen soll. Ist es logischste, noch den lebenden Fürsten anzusprechen?
Und der sagt ihm dann, hier, geht auch mal zur Firekeeper hin da runter. Wir haben jetzt aber auch keine hübsche Waffe, die uns irgendwie interessiert. Wobei der Speer, auch hässlich ist der nicht. Komm, wir schnappen den, wir nehmen uns mit. Auch wenn wir ihn so ohnehin nicht benutzen können. Aber was man hat, nur, das braucht man nicht später holen. The eyes show a world destitute of furs. What? Haben wir alles gemacht? I took the mantle frei. Guten Tag, Frau Feuerhüterin. The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen One, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coiled sword, and let the lord's embers acknowledge thee as their true heir, a true lord, fit to link the fire. Very well. Then touch the darkness within me. Natürlich. Take nourishment. Das Level holen wir uns noch. Ah, wieso gibt's denn jetzt drei Ausdauer sogar drauf? Farewell, Ashen One. Yep. Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Was sind wir denn da? The kiln of the first flame. Der Ofen der ersten Flamme. Wohlbekannt. Ich krieg direkt Gänsehaut. Wohlbekannt aus Dark Souls 1. Am Killen hat man gegen Lord Gwyn gekämpft. Bei Bogalin haben wir das zusammen mit Solaire, unserem Sunbro, gemacht. Und jetzt sind wir hier, wir sehen. Das ist letztendlich wieder der Feuerbandschrein. Wir haben ja schon den dunklen Feuerbandschrein gefunden. Und auch das hier ist ein Feuerbandschrein, in dem kein Licht mehr weiter brennt. In dem alles verfallen ist, nur nach oben rausgeht. Wie gesagt, the world is converging. Es fällt alles zusammen. Zieht sich zusammen, Raum und Zeit. Das Darksein steht hoch am Himmel. Und wenn wir uns umsehen. Ei. Lothric ist nichts gut bekommen. Er ist es gar nicht gut bekommen, so rum. Aber gar nicht gut.
Mal schauen. Hier drüben. Es ist tatsächlich jetzt ein Leuchtfeuer, das ich nie verstanden habe. Man kommt hier raus, nur um direkt wieder ein Leuchtfeuer zu benutzen, das einen teleportiert. Also da ist wie, als ob ihnen irgendwie Zeit fehlte, die Verbindung anders zu schaffen, weil das so das Billigste ist, was es gibt. Und das ist auch so untypisch, dass wir jetzt hier am Ofen der ersten Flamme... zwei Leuchtfeuer? Okay. Das da ist neu. Das kenne ich. Und, ja, hinter uns sehen wir jetzt einfach, wie Lothric in sich zusammenfällt. Kathedralen. Türme. Mauern. Ah, ist das geil. Haben jetzt hier unser Leuchtfeuer, das direkt vor dem Endboss von Dark Souls 1 ist. Und was das für ein Leuchtfeuer ist, weiß ich nicht. Zum Trümmerhaufen reisen. Okay, ja. Also, die zwei DLCs, ich habe sie noch nicht gespielt. Den ersten DLC, das haben wir ja schon gesehen, den können wir in der Cleansing Chapel, in der Kapelle der Reinigung... Irgendwie so wird sie dann auf Deutsch heißen. Da können wir das aufsuchen. Da kommen wir in den ersten DLC. Und in dem von dem zweiten DLC weiß ich, dass er wohl kurz vor dem Ende sein soll. Ich gehe spontan davon aus. Weil jetzt hier auch wieder da steht, nicht am Leuchtfeuer rasten, sondern zum Trümmerhaufen reisen. Dass das der Zugang zum zweiten DLC ist. Und dann hier oben geht es zum Endboss. Zum Lord of Cinder. Und ich mache jetzt etwas, was überhaupt nicht toll ist. Ich nehme mir ganz kurz mein Telefon und schaue schnell nach, ob wir den Lord of Cinder heute machen können oder ob wir erst die DLCs machen müssen und danach ihn. Ich bin mir nämlich nicht hundertprozentig sicher. In Dark Souls 2 war es ja, also andersrum, in Dark Souls 1 war es so, wenn man Lord Gwyn besiegt hatte, musste man sich entscheiden, entweder das Feuer weiter am Laufen halten oder einfach den Ofen wieder verlassen und damit das Age of Dark... herbeiführen. Und in Dark Souls 2 war es so, dass man sich entscheiden konnte, am Ende einfach weiterzuspielen oder ins New Game Plus zu gehen. Also man konnte, wenn ich mich nicht irre, ist man dann einfach nach Majula zurückgekommen und am Bonfire von Majula konnte man dann auswählen, hier, ich möchte ins New Game Plus oder ich möchte einfach hier in dieser Welt weiterspielen. Deswegen schauen wir ganz kurz Lord of Cinder Automatic New Game Plus. Mal sehen, ob das was findet. Nein, nicht Lords of the Fallen. Lords of the Fallen war jetzt zwar nicht so scheiße, wie viele Leute gesagt haben, aber das meine ich nicht. Thus beating the final boss automatically put you into New Game Plus. Hello, the title says it all. No, it's like in Dark Souls 2. No, it gives you the option after the credits. If you decline, all you have to do is... Okay, dann können wir das so machen, wie ich mir das heute gedacht habe. Boah, und ich, wenn das jetzt wirklich nicht so sein sollte, sondern wenn es aus irgendeinem Grund so sein sollte, dass doch direkt New Game Plus losgeht, ich werde schreien. Ich werde schreien, wenn das so... Das wäre der größte Scheiß überhaupt. Wenn dieser ganze Weg hin, der mir zwar unglaublich Spaß wieder gemacht hat, einfach wieder mal Dark Souls 3 zu spielen. Fängt auch mal mit einer neuen Waffe und dann doch wieder mal mit Schild. Aber wenn es dann doch so wäre, dass einfach das New Game Plus losging und wir nicht die DLCs gemacht hätten, ich würde mir den Arsch beißen, wenn das jetzt so wäre. Aber mein Plan ist ja eigentlich Hauptspiel beenden, DLC 1, DLC 2, dann kann ich nämlich auch die Videodateien bzw. die YouTube-Uploads so benennen. Deswegen würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal an, wer hier auf uns wartet. Ach, in dieser tollen Arena, die im ganzen Aufbau so ein bisschen an Bloodborne erinnert. Da war ja, stand ja auch der Mond... der Blutmond, wenn ich mich recht entsinne, stand da ja so über dem Feld, das voller Rosenblüten war. Das war ein traumhafter Kampf, rein optisch. Oder die letzten beiden Kämpfe dort. Spoiler. Ja, dafür musste man was tun. Relativ einfach, aber dass da noch ein zweiter Kampf kommt. So, da vorne wartet er auf uns.
war der schnell. Er hat auch so hässlich, also so schnell ist er gar nicht. Ich rede gerade Mumpitz. Autsch. Ich bin jetzt absichtlich wie immer, meine Güte, was soll los mit mir? Wie immer ein bisschen lahm. Ich möchte erstmal schauen, was er so macht. Ja, komm ran. Das Schöne ist wirklich, man kann bei ihm jetzt, wo ich wieder ein bisschen kämpfe, man kann das Terrain bei ihm ganz gut ausnutzen. Wenn man es schafft, immer so ein bisschen unter ihm hier zu stehen, dann ist das Dark Souls Übliche, dass ab und zu mal Schläge über die Köpfe hinweggehen. Bist aber auch nervig, weißt du das? Ja, mach immer eine schön bessere Waffe. Er wechselt nämlich immer schön durch. Weil er nämlich der Lord of Cinder ist. Das heißt, alle Lords in ihm vereint sind. Feuer. Magie. Und wenn man die Magiephase zum Beispiel nicht mag, kann man die eigentlich ganz gut überbrücken. Ja, Wunder, okay. Oder kamen die einfach immer alle dazu? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich bin nämlich gerade ein bisschen dumm. Na gut, man muss sich das ja erstmal angucken und wie gesagt, ich war wieder sehr langsam unterwegs. Eigentlich gar kein so schlimmer Bosskampf. Man wechselt halt immer wieder durch. Wechselt die Waffen durch. Kriegt die Magiedinger und so weiter dazu. Also das Übliche jetzt. Manche Leute fanden ein bisschen blöd. Ich mag gegen humanoide Gegner zu kämpfen. Ich finde ihn ganz putzig soweit. Weiß nicht, ob er blutungsanfällig ist. Ach, ich hasse das. Ich spring da jedes Mal zu früh ab. Bin ich jetzt wirklich ein bisschen nach vorne gerannt? Das war aber dumm von mir. Was machst du denn? Warum bist denn du so langsam? Komm auf damit, du Arsch. Heil halt. Kann das auch?
Ich wusste gar nicht, dass er das kann. So, zweite Phase. Ja, richtig gehört. Kombo! Ja. Und man hört, wer es noch nicht mitbekommen hat, das Lord of Cinder Theme. Ach Quatsch, das Gwyn Theme, nicht Lord of Cinder. Und er hat jetzt natürlich Gwyns. Soll denn das? Haut mir doch mal nicht so viel Scheiß rein. Macht doch gar keinen Spaß. Kann euch doch auch keinen Spaß machen. Viel zu früh gerollt. Links rum. Was ein Kampf. Nicht zu früh. Das war's jetzt, oder? Okay, ja. Also, dass er zwei Phasen hatte, das wusste ich. Diese Kompo hatte ich nicht mehr im Kopf, dass du in keinen dieser Angriffe reinkommen darfst. Aber sollte ja trotzdem machbar sein jetzt für uns. Wir nehmen hier was. Es geht ganz gut mit ihm, offensiv umzugehen. Auch hier wieder eine schnelle Waffe. Er lässt immer ein kurzes Fenster, wo man angreifen kann. Und mit dieser Waffe bin ich einfach sehr, sehr langsam dabei. Mit einer schnellen Waffe, dem Langschwert zum Beispiel wieder. Außerdem so das Fressbrett zu, dass er sich nie erholt. Und er ist halt auch blutungsanfällig, soweit ich weiß. Das heißt, ach, Blutung geht immer bei Bossen. Das ist wieder unfair, wie das hier losgeht. Guck nicht zuerst dir ins Gesicht. Guck nochmal. Da muss man auch einstecken, um austeilen zu können. Seht ihr? Verdammt, ich dachte, ich kriege ihn durch. Ich krieg dich da.
Essen und bisschen mehr zu trinken haben wir auch übrig. Man muss einfach da rauslaufen, ne? Ich hasse es. Ich hab's doch selbst gesehen. Jungs, ihr habt's doch selbst gesehen und Mädels. Und dafür erstmal wieder einen Kaffeeschluck. Ganz schnell reingekippt. Oh, der war noch heiß. Ich bin nicht so für heißen Kaffee. Ja, habe ich mich ein bisschen zum Ende hin ein bisschen arg passiv gespielt. Obwohl ich eigentlich ganz gut dabei war. Ja. Man könnte wieder einen Schild benutzen. Der ein bisschen mehr Rüstung, der ein bisschen mehr Resistenz gibt. Was hatten wir das letzte Mal? So, ein bisschen Overhaul mehr. Havel zum Beispiel. Aber ach, scheiß drauf. Einfach nicht treffen lassen. Nicht ganz so dumm spielen wie ich gerade. Sind wir hier, stellt langsam Trefferpunkte wieder her. Hört Ausdauer, Regeneration. Wir könnten noch ganz schnell. Ach komm. Nee. Folgeangriffe. Mach mal zwar nicht so viel, aber was soll der Geiz? Die Seelen lasse ich liegen, die interessieren mich nicht. Ich will ihm einfach nur noch aufs Maul hauen. Und das ist dann auch noch so verzögert. Ist aber unangenehm, das mag ich gar nicht, so ein Scheiß. Ja, du. Ich dich, du mich nicht. Ach, wie ich es hasse. Oh, und das Brennen scheint anscheinend direkt noch die Tränen. Ach nee, ich hatte die Tränen nicht aktiviert. Eieieiei. Stelle ich mich heute aber ein bisschen doof an, wa? So geht es manchmal. Ich liege jetzt aber auch schon wieder ein paar Tage zurück, dass ich gespielt hatte.
schön langes Wochenende. Hallo. Ehrlich, das lasse ich dir nicht durchgehen, dass du mich so gemein. Ja, komm da mal raus. Nervst gerade ein bisschen. Hey, ich nehme mal nur Seelen auf. Komm mal ran, los. Also war wieder halt. Nein, ich hab's genau gesehen. Ich hab's genau gesehen. Viel zu früh. Aber war halt wieder dieser Scheiß. Man schlägt halt mit dieser Waffe ein bisschen langsam zu. Aber wird trotzdem. Sowas zähle ich immer nicht, wenn er sich dann um seine eigene Achse dreht. Das ist nicht meine Schuld, das ist das Spiel gemein zu mir. Die Reichweite gerade. Also ich habe es ja auf meinem Bildschirm kaum gesehen, weil er nur ein Pixel groß war. Gefühlt. Das war zu früh. Das habe ich tatsächlich gesehen. Ich weiß nicht, ob man ihn nicht erwischt. Oder was da los ist. Aber ich krieg ihn nicht gecountert. So, easy. Seele der Fürsten. Aller Fürsten. Seelenfürst. Ha, ich bin heute sehr gut. Ja. Schauen wir doch mal, was sie zu sagen hat, diese Seele. Seit Fürst Gwyn, dem ersten Aschefürsten, haben viele hochrangige Fürsten die erste Flamme gebunden. Also auch hier wieder das Zirkuläre in der Souls-Geschichte, dass sich dieser Zyklus immer wieder wiederholt, dass immer wieder ein Auserkorener kommt und eben vor die Entscheidung gestellt wird, zündest du oder kindelst du die erste Flamme weiter, hältst du sie am Leben oder gehst du raus in die Dunkelheit? Ganz offensichtlich findet sich aber immer jemand, der es tut, selbst die Leute, die sich dagegen entscheiden, spielen keine Rolle, weil immer jemand kommt, der das macht. Zumindest bislang. Ihre Seelen haben sich als Verteidiger der Flamme manifestiert. Und jetzt
müssen wir aufpassen. A, weil wir ja zwei unterschiedliche Enden herbeiführen können, wenn ich mich nicht irre. Wir hatten der Maid am... hatten wir die Augen gegeben. Das heißt, wir können die Dunkelheit herbeiführen. Genau, wir könnten hier die Feuerhüterin rufen. Und wenn wir sie rufen, betrayen wir quasi alle in Anführungsstrichen. Wir können aber auch dadurch, dass wir Anri geheiratet haben, aufsteigen zum Obermufti, zum wahren Hüllenfürsten. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt hier einfach rausgehen können und zum DLC gehen können. Ich glaube aber. Ich weiß nicht, ob ich dieses Feuer da jetzt antatschen möchte. Ich weiß, es stand gerade online da, dass man wohl nach den Credits vor die Entscheidung gestellt wird, will man nicht. Aber ich muss es ja nicht drauf anlegen. Ich hoffe, ich habe damit jetzt nicht irgendwas kaputt gemacht. Gucken wir, ob wir hier uns ausruhen können. Ob wir hier reisen können. Dürfen wir. Meine Lieben, es hat ein paar Minuten länger gedauert als geplant. Aber so ist das manchmal, gerade bei den Endbossen. Aber Dark Souls 3 ist beendet. Das heißt, bevor wir den finalen Abspann dann sehen werden, mit dem Ende, das wir herbeigespielt haben, geht's beim nächsten Mal in den ersten DLC. Wie heißt sie? Andariel? Alrandiel? Ich glaube Andariel. bin mir da gerade nicht hundertprozentig sicher, aber wir gehen in den ersten DLC, schauen da, was für Bosse und was für Gebiete und so weiter auf uns warten. Ich bin sehr, sehr gespannt, ich habe es selbst noch nicht gesehen und genau darauf haben wir ja die ganze Zeit hingespielt und ich denke mal, dass da wesentlich mehr Tote meinerseits dabei sein werden, weil ich einfach nichts kenne und dass es dementsprechend auch ein bisschen länger dauern wird. Und wenn wir den ersten DLC gemacht haben, dann ganz neu in The Ringed City. Ach, Dark Souls 3. Ich liebe es. Und beim nächsten Mal erzähle ich euch dann, was wir vielleicht nach Dark Souls 3 machen. Bis dann, bis morgen, ciao, ciao.